Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Tale of Doris and the Dragon. Das hätte ich fast den Spieltitel vergessen. Ja, wir haben hier einmal hier noch diese Railride, wo garantiert noch für irgendwas nützlich sein muss, außer mich zu nerven. Und um kurz unsere letzte Folge zusammenzufassen, wir haben es in den ersten Stock geschafft und haben da eine nette Pralinenschachtel bekommen, die wir jetzt irgendwie noch an den netten Herrn hier in der Schalterhalle bringen dürfen. Nur leider müssen wir ja irgendwie noch mitteilen können, von wem wir diese Box haben. Dann schauen wir doch mal, vielleicht kriegen wir da irgendwie was hin. Vielleicht kriegen wir ja einen Zettel von diesem Poster, können da irgendwas abreißen. No. If I just whip it off the wall, someone will spot me. Gehen wir nochmal zur Security. Vielleicht haben die eine Idee. Nee, das sieht schon schlecht aus. Vielleicht weiß er ja was. Nicht das Boot. Maybe. Hätte ja sein können. Können wir mit ihm reden? Hello again, Mr. Ferryman. So? Not yet, but I haven't given up. The management building is good. I'm sure he's... Schade. Norb haben wir ja auch schon damit ausprobiert. In einer der letzten Folgen. Ich meine sogar in der letzten. Das kann mich jetzt allerdings auch ein bisschen täuschen. Gut, wie kriegen wir es hin, dass wir quasi das hier ein bisschen verschönern? Ich habe echt leider gerade keine Ahnung. Ich probiere mir da mal aus. Das da haben wir, glaube ich, schon mal versucht. Wäre ja auch nur zu schön gewesen. Aber dafür, dass hier 9 Millionen Menschen hier rumsitzen, ist die Schlange tatsächlich noch, finde ich, noch relativ gering. Information sein. Oh. Information Desk. Habe ich auch gar nicht gesehen. I can't reach it from here. Können wir... I could do that. Das bringt nichts. Und hier war ja das Problem. Actually, I don't think I could give this to him without a name on it. He won't know. I had better think of something else to add to spruce it up a little. Ja, dann gehen wir doch nochmal hoch. I don't think that... Maybe. No. Hm. Whoops. I nearly fell over. Whoops. I nearly fell over. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Dann schauen wir doch nur mal bei Earthly. Oh. I don't know what I'll do with this. Manchmal ist man nur blind. I'd better pick it up. Ist es jetzt Müll oder Trash? Es ist Müll. Und hier haben wir noch einen Stift. Den hätte ich ja beinahe übersehen. An implement commonly used for writing. Dann nehmen wir das doch mal mit. There seems to be a perfectly good pen just lying around on the floor. I'll have that. Ja. I can't use these things together. Schade. I can't use these things together. Gut, aber wir können immerhin uns beim diesem Müllautomaten können wir uns jetzt ja. Ja. I nearly fell over. Du bist alt und gebrechlich. Whoops. I nearly fell over. Geh runter. Whoops. I nearly fell over. Das ist ein bisschen dumm gelöst. Oh. Die hätte ich auch fragen können. Auch gut zu wissen. You seem very upbeat. My programming dictates I'm as polite and happy as possible at all times. And how do you feel about that? Well, I feel fantastic, of course. Merkt man. So happy. What do I have to do again?
Due to the busy nature of management, the crowd simply gathered up. Do you know the code to the stairwell? Brauchen wir zwar nicht mehr, aber ich frag mal nach. Unfortunately, I cannot find a number like that in my database. Rest assured, if I had, I would tell you right away, so that you may continue upwards on your quest for cleanliness. Okay, thanks anyway. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen in I'm going Müll. To go and clean up this place. Excellent. Make sure you come back and clean. So, wir hatten Chunk, wir hatten Rubbish und jetzt haben wir auch noch Trash. We have ourselves a new tidiness trooper. In return for your service to spotlessness, you will receive a tier 2 prize. Hold on to something. This is a big one. Was auch immer es ist. Oh boy, that was a toughie. I hope it was worth it. Here's your postcard. Hope to see you soon. Hopefully not too soon. Are you okay? Hi, stranger. I'm welcome to Crab. Ja, nein. So. I can't use these things together. What? Good idea. Ah, so um geht's. But I should probably get someone to sign this postcard before I put it on the chocolates. Okay, das heißt, wir gehen einmal nach oben. Einmal noch hier. Laufen einmal um die Pfütze rum und dann nach hinten. Und geben die Postkarte. I thought you might want to write him something, since I don't really know what to say. What a fantastic idea. Give it here. Oh, how embarrassing. I seem to have misplaced my pen. I can't leave my post, but if you can find me a pen, I'll write him something straight from the heart. Was man nicht alles für, ich weiß nicht wie, ich sag mal junge Liebe in Anführungszeichen. You can use my pen if you like. Thank you so much. I was thinking about what to write while you were gone. Oh, wir waren ja gar nicht weg. I know exactly what to say. Here you go. How lovely. Not sure about the use of metaphors, but I shall deliver it to him nonetheless. I think this should be enough to convince him. Süß. Ich fand's auch lustig, wie hier wirklich der Kopf nochmal gedreht wurde, dass sie auch sieht, was sie schreibt. Das ist doch nicht schlecht. Schauen wir uns nochmal an, was sie da geschrieben hat. This is the letter I'm supposed to deliver to the clerk downstairs. Oh, leider liest es nicht vor. It's an ordinary pen. It's an ordinary pen. Schade. Tun wir das noch kombinieren? That's it. If I just tuck the letter into the chocolates, he won't be able to see the postcard side. Gut, dann haben wir jetzt There. All done. It looks perfect. Naja, oder wie perfekt es hier in dieser Zwischenwelt hier werden kann. Whoops. Da ist nix. I nearly fell over. Das ist immer noch dumm gemacht. Also das ist echt das Dümmste an dem Spiel hier. Das müssen wir ein bisschen Bugfixen betreiben. Hier, bitteschön. Someone gave me this gift for you. Let me take a look. Oh, it's from that girl in Earthly Business. This letter is beautifully written. I have to go and see her. Will you watch my post while I'm gone? Naja. Of course I will. Go get your lady. I'm going to. Thank you. So viel dazu. French Francis haben wir quasi gerade dadurch bekommen. It's a walkie-talkie. I bet he uses it to talk. So, dann am Walkie-Talkie und jetzt setzt man ein paar Dinge in Gang. Hello? Anybody there? He didn't say over. Over? Oh, goodness. Sorry. Over? Um.
yacht is on fire. Help him. In the departures lounge. Over. That sounds more like a job for the fire department. Over. A fight. In earthly business. Save them. Over. You try everything. People are always aggravated when they come back from their hauntings. Let the guys in earthly business sort it out. Over. Ja, der ist echt, der hat echt Laune hier, um das zu arbeiten. Das wäre lustig, der ist der Dragon stuck in the stairwell. Wir hoffen es mal, da steckt ein Drache in der Treppe fest. There's a dragon stuck in that awful stairwell. Oh, a dragon! Ah! Those overgrown lizards are coming for snitching on me! Ja. Let him stay there! Over! Schade. Hätte ja funktionieren können. Der ist ein Security-related Problem. There is a problem related directly to security in the local area. That definitely sounds like I should help, but I can't leave my post for anything. Call one of the other security demons. Over. The manager is upset with your recent performance and wishes to speak to you in his office. Over. Als ob das klappt. Oh no! Oh no! What have I done now? Tell him! Tell him I'll be right there! Wish me luck! That should have gotten rid of him. Er hat nicht over gesagt. I think I'll be able to smuggle my belongings through the gate now. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen straight runter und holen uns unseren Skelettarm. Weil ich glaube, darauf zieht die ganze Aktion hier ab. Nehmen wir mal mit. The security guard is gone. I think I'll use this opportunity to take my stuff back. No, thank you. Don't mind if I do. Ab durch den Detektor. There's no stopping me now. So. Fällt auch nicht auf. Ich meine, der hier hat ja auch seinen Stock. Gut, dann kombinieren wir mal ganz schnell das beides. I can use the skeleton arm to make a longer stick. I just need some way to tie them together. Da hätte ich jetzt eine Idee. I can't use these things together. Ja, das haben wir gerade eben versucht. I can't use these things. Bauen noch irgendwas um die. I can't use these things to... Ja, was könnte man da machen? Können wir das jetzt nehmen? No. Nein. If I just... It looks like one of those bump. Boah, was könnte man da nehmen? Schauen wir nochmal nach oben. Walkie Talkie haben wir versucht, aber wir könnten es schauen, ob da noch was passiert. Oh oh. Hello? Oh. Thank God. There's no one there. Ich hab es schon gedacht, ich hab's kaputt gemacht. Mach das nicht ganz so lang, Entwickler. Ach, selbst mit Trolley kommen wir da hoch. Whoops. Oder auch nicht. I nearly fell over. Haben wir hier noch irgendwas in Earthly Business? Ah. A decapitated woman. She seems like she knows what she's doing. It's the information clerk from downstairs. He seems much happier now. Hello, you two. That's quite familiar. I feel like I'm doing a lot of matchmaking in the afterlife. Stimmt. Is that so? Well, you're doing a great job. We're so grateful for all your help, Doris. Management hasn't got much of a single scene, and I just couldn't have done it without you. It was my pleasure. Wir haben nur eine Pralinschachtel übergeben. I know you said you had nothing to go back for, but take this, in case you ever change your mind. Was ist das? It's a remote haunting device.
It's what we use to send souls back to the world of the living as spectral apparitions. Ooh. Thank you. I don't know if I'll ever use it, but it might come in handy. You'll want to go back someday. Everyone does. Eventually. Well, thank you anyway. Das ist gar nicht so falsch. Jeder will irgendwann mal wieder zurück. Jetzt haben wir eine Remote Haunting Device und ich würde sagen, wir rufen mal Norb dazu an. Und ich bin überrascht, dass es tatsächlich funktioniert. Do you know what a remote haunting device is? Of course I do. I've never been able to use one though. What with me being a dragon and everything? Dragons can't use them. You can only go back to the world you came from. So that counts me out. Oh, I see. Schade. These chairs are in a terrible state. Sack the cleaner, that's what I say. I don't have time to sit down right now. I still need a lead on Albert. Ja, wir brauchen immer noch Albert. Das haben wir aber hier ein Remote Haunting Device und ich weiß ehrlicherweise nicht so ganz. Können wir es usen? A remote haunting device. Apparently, if I press this button, I can go and haunt someone. Pretty good, really. Ich weiß, was wir damit machen werden. So, einmal hier außen rum. Und dann haben wir die Stairs down. Und wir haben hier einen netten Herrn, der uns schon die ganze Zeit ein bisschen auf die Nerven geht, nicht wahr? I don't think that's going to work. Hätte ja sein können. Schade. Maybe. No. Können wir hier... I can't use this on... Jetzt haben wir hier noch ihn hier und ich weiß immer noch nicht so ganz... Maintenance Demon. Können wir mit ihm reden? Do you mind? Oh. Nope. I'll come back. What? No, maybe I can... Irgendwas brauchen wir noch, um die zusammenzubinden. Ich weiß zwar noch nicht so ganz was. Ah, Moment mal. Können wir raus und das mit diesen Gesichtern kombinieren? Beziehungsweise. Der Typ nervt mich ja so. Vielleicht kann der ja wieder. Maybe. No. Schade. Wäre eine Möglichkeit gewesen, gehen wir einmal zur Tourplattform und schauen mal nach, ob wir hier was tun können. Das Problem ist, ich weiß, dass wir die beiden zusammenbinden müssen. Das ist Bessie. Hier haben wir nichts, wo wir irgendwie hier. Hier haben wir das Zeichen. Schild. Noch ein Schild. Sehr viele Dinge. Können wir das geben? Maybe. Nein. No. Können wir das dem Herrn Fährmann eigentlich übergeben? Ab Security Desk. Wer weiß, vielleicht klappt das ja. Gehen wir nach draußen und irgendwie muss es ja noch einen Grund geben, dass wir hier sind. Wartet mal. Hier haben wir so Gesichter. Können wir die... I could do that. But I don't think it... Hätte ja sein können. Also ich meine, probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Auch wenn mich das als Student ein bisschen nutzlos macht. Können wir ihnen das geben? I could do that. But I don't think... das hat man schon... Ja, jetzt bin ich ein bisschen... Oh, komm, wir versuchen es selber. I think this is reusable. I might as well give it a go, I suppose. I think I just press this big red button. Yep, definitely nothing to go back for. I did get this weird string thing, though. Seems like pretty strong stuff. Okay, haben wir jetzt immer noch das Ding? Ja. Aber wir können... I'll tie this to the skeleton arm, in case I want to attach something to the end. Making a longer arm, for some reason. Genau, und dann hier... Fantastic! One quality back scratcher. Ja. It's morbidly appropriate, too. Gut, dann jetzt...
auf zu... den Herren mit seinen fliegenden Walen. Nein! Manchmal klicke ich einfach zu schnell. So. Ja. There's no stopping me now. Und tschüss. Auf zu dem Kapitän, dessen Namen ich vergessen habe. Und wir nutzen das hier für Bessie. Okay, I think this should do it. Reach. Reach. Got it. Bessie? What's wrong, girl? Ah! There she blows! I can't believe it. War einfacher wie gedacht. Bessie's our old self again. Now we can start up the tour. How can I ever repay you? Well, I can't seem to get higher than the first floor of the building. Is there any way you can take me up to the second floor? Oh, yes, I can! But I'll be needing that arm of yours in case Bessie ever finds herself in such a bind again. I probably don't need it now anyway. Here you go. Oh, well, thank you, ma'am. Can I ask you why you'd be wanting to go up there anyhow? I don't really have anywhere else left to explore, and I feel a compelling need to continue upwards. Well, good enough for me. All aboard the Bessie Express to transitional support! Cool. I never thought I'd be getting to say that again. Bitte was? Man hat ja das schon mal sagen müssen. There's no place like the skies, Doris. Thank you for allowing an old demon to fly again. Das sieht immer noch komisch aus hier. Whale's a man's best friend, you know. There's no friend like a whale. Where do you think you're going? Oh, hi, Nob. Oh, Nob. I thought I already told you not to go up there. But, Nob, I need to. What you need to do is listen to your good friend Nob, who spent so much time helping you out in the Divide already. Naja. I'm not going to find my husband in Departures, Nob. I've looked everywhere. I need to go to the upper floors or I'll be looking forever. If you go to Transitional Support, then we are done. I've already told you. I don't want you to go up there. Isn't that enough? Why on earth shouldn't I go there? It's personal. It's where I used to work. Trust me, there's nothing up there for you. I need to go, Norm. With or without you. Oh. Oh? Oh, are ya? I see how it is. Don't call me again. I've helped you enough. I'm heading back to my cozy little chasm in the Divide. See you never. Da ist aber jemand eingeschnappt. Hui! I'm sorry about Nob. He's been known to fly off the handle from time to time. It's fine. I'm sure he'll come around. Well, you have a safe journey. And if you need anything, you just give old Wild Baron a holler. I will, thank you. Farewell, Doris. Right. It's time to get some answers. Ich würde mal sagen, wir sind raus aus dem Flughafen-ähnlichen Gelände und sind jetzt in Japan angekommen oder zumindest irgendwo, wo man sich entspannen kann. Und vor allen Dingen, wo der Boden auch wieder Geräusche macht. Für mich ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, an dieser Stelle beenden wir die heutige Session von The Tale and Doris and the Dragon. Aktuell spielen wir auch schon über 2,5 Stunden dieses Spiel.
ist ja ganz lustig und jetzt haben wir, glaube ich, so den dramatischen Cliffhanger erwischt und wir haben uns von Norb getrennt. Was das für uns jetzt heißt, naja, ich nehme an, wir dürfen ihn die nächste Zeit nicht mehr anrufen. Das können wir ja noch testen. Ich bin einfach nur doof. Hello, Norb. Can you tell me anything about this? Norb? He's not picking up. Ich würde sagen, da schmollt einer. Unser Departure-Ticket haben wir immer noch. Unser... Was heißt denn das? Wie ich hier in dem Moment Departure übersetzen? Unser Todesticket? Ich weiß auch nicht. Und wir haben hier immer noch ein Remote Haunting Device und so weiter und so fort. Das werden wir alles dann beim nächsten Mal wieder erkunden und ich werde wahrscheinlich die Hälfte vergessen haben. Vielleicht streame ich auch schon morgen wieder, ich weiß es ja noch nicht. Denn das hier ist ja immer noch ein Live-Let's Play. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen bis hierher und bis zur nächsten Folge. Tschüss!